Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu dieser neuen Sendung. Endlich, es ist soweit, nach einer etwas längeren Pause kommen wir nun zu einem neuen Teil Anunnaki. Und zwar ist das Oberthema heute Anunnaki in Beziehung zu Ägypten. Ich begrüße dazu meine wirklich liebe Freundin Yvonne Schreiner. Hallo, Yvonne. Hallo Peter und hallo liebe Zuschauer. Schön, dass es wieder weitergeht. Nach dem Jingle geht's los. Bis gleich. Hallo, liebe Zuschauer, es geht los. Yvonne, die Anunnaki und ihre Beziehung zu Ägypten. Und zwar Teil 1. Genau, du hast es schon verraten. Wir werden jetzt einmal einen kleinen Ausflug nach Ägypten machen. Und die heutige Sendung werden wir dazu nutzen, euch ein bisschen mit den kommenden Protagonisten und auch mit den, ja, zu erklären, welchen Zweck erfüllt eigentlich Ägypten. Und zunächst möchte ich euch ein bisschen etwas erzählen. Und zwar, wir wissen ja alle, dass wir, egal wohin wir schauen, immer wieder entweder im Rom landen oder in Ägypten, wenn man sich geschichtlich etwas betrachtet. Und diese Auffälligkeiten sind mir eigentlich schon ziemlich, ja, sagen wir, früh aufgefallen, wenn wir ja auch in der Archäologie etwas ergraben haben oder wir Funde machen, werden die immer anhand von Funden, die man aus der Römerzeit kennt oder aus Ägypten miteinander verglichen und auch datiert teilweise. Und ich habe mich dann immer gefragt, warum gerade diese zwei, sagen wir mal, wichtigen Epochen, zeitlichen Epochen. Ägypten und Rom haben sehr viel gemeinsam. Und zwar mehr, als wir eigentlich erahnen. Und was beide miteinander verbindet, ist nicht nur ein großes spirituelles Umfeld, sondern auch beide sind so mit nicht nur mit religiösen Sachen verwurzelt, mit Spiritualität, sondern auch mit ganz besonderen Gründungen, nämlich mit Gründungen von Geheimbünden. Und darum soll es heute auch gehen. In der letzten Sendung habe ich schon von Drumbello Melchizedek gesprochen und über die Religion. Den alten Glauben der Anunnaki kurz erläutert und auch kurz vorgestellt, was man unter der Astrosophie versteht. Und jetzt haben mich doch zahlreiche ja, Schriften von euch erreicht, wo ihr Fragen habt. Wie zum Beispiel, bedeutet das jetzt, dass die Astrologie, unsere moderne Astrologie, dass das jetzt Böses sei, weil es von den Anunnaki stammt? Dazu kann ich eigentlich nur Folgendes sagen. Die Anunnaki alleine haben nicht das Patent auf die Astrologie. Astrologie, diesen Blick in die Sterne, das kennen wir auch schon von unseren Urvölkern hier auf Erden. Das haben schon die Leute gemacht seit Anbeginn der Menschheit und ist nicht irgendetwas, was von den Anunnaki direkt stammt. Es gibt in der Astrologie ziemlich viele Richtungen und man sagt dann immer, was ist denn die ursprüngliche? Bin ich auch gefragt worden, was ist das ursprüngliche? Es gibt Astrologen, die die sogenannte vedische Astrologie praktizieren.
Die vedische Astrologie hat noch etwas Ursprüngliches von unserem Urstamm her, während die moderne Astrologie das mit den Häusern, wo das eher mehr in die Persönlichkeit auch hineingeht, das ist sehr wohl etwas, was von den Anunnaki stammt. Bei den vedischen Astrologen ging es eher mehr um Zyklen, um das große ganze Bild im Kosmos. Und unseren Vorfahren, wenn wir uns jetzt die Jahreszeiten hernehmen, denen war es doch auch sehr wichtig zu wissen, wie die Sterne stehen, wo sich jetzt die Erde befindet, um gewisse Dinge zu tun, zum Beispiel um Getreide auszusehen. Und da hat man sich immer an den Sternen und an den Sternbildern orientiert. Da ging es nicht so sehr darum, jemanden zu charakterisieren oder die Persönlichkeit eines Menschen in den Vordergrund zu stellen, sondern im Ursprung galt die Astrologie dafür, ist sie dafür da, um den Zyklus der Erde, wo sie sich befindet, auch die Sonne. Wir wissen ja, die Sonne ist, wir sagen zwar ein Fixstern in unserem System, aber die Sonne an sich bleibt nicht an einem Punkt im All stehen, sondern sie bewegt sich ja auch und wir mit ihr. Und um diesen Zyklen geht es genau in dieser vedischen Astrologie. Während wir ja in der modernen Astrologie ja eher schauen, wann treffe ich den Partner meines Lebens oder wann kann ich ein Geschäft beginnen oder wann stehen die Sterne günstig, um, ich weiß nicht, ein Haus zu bauen oder eine Familie zu gründen, ja? Und genau diese zweite Art der modernen Astrologie, das haben ja auch die Anunnaki schon betrieben. Gut. So viel mal dazu. Die Bewegungen der Gestirne im All bewirken besondere Energieströme. Dessen sollte man sich auch bewusst sein. Wie auf alles Lebendige im Raum um sich herum wirken. Und damit hat auch jede Zeit eine besondere Energie, eine besondere Form. Man spricht zum Beispiel, wenn jetzt, wir sprechen jetzt von der Zeit des Wandels, des Aufbruches, weil sich unsere Erde im großen Kosmos genau an einem Punkt befindet, wo diese Zyklen, der alte abgeschlossen wird und der neue wieder hineingeht. Das wissen aber auch die Anunnaki oder durch den Austausch von Enki mit unserer Urbevölkerung auf Erden hat er ja auch sehr viel gelernt über die Zyklen, so wie unsere Altvorderen, wenn ich das jetzt einmal sagen will, die Urbevölkerung der Erde, das verstanden hat. Und bitte immer darauf achten, bei der Astrologie, vor allem, wenn es um solche Sachen geht wie Zyklen oder dass das etwas Natürliches noch ist, ja, von der Schöpfung her und nicht irgendwie etwas Künstliches oder etwas, was man in diesen Sternen, in diesen Häusern lesen kann. Das ist, wie gesagt, das unterscheiden die Astrologen auch weltweit sehr. Gut. Wir alle kennen ja immer diese Sprüche, dieses Unterfangen steht unter keinen guten Stern oder die Sterne meinen es gut mit dir oder sie meinen es nicht gut mit dir. Diese Aussprüche stammen zum Beispiel aus den Mündern der Anunnaki. Das haben unsere Altvorderen eigentlich kaum benutzt. Zurück zu Don Velo Melchizedek. Heute wollen wir uns seinen Lehrmeister, seinen Geistführer, den ich das letzte Mal schon angesprochen habe, den Anunnaki Thoth genauer anschauen, sein Lebenswerk betrachten und seine Lehren näher untersuchen. Thoth ist neben seinem Vater Enki ein ganz besonderer Geist. Er ist ganz anders als der Rest der Anunnaki. Viele beschreiben Thoth immer als ein Buch mit 7 Siegeln, ja? Er hat immer so mehrere Gesichter. Man konnte nie sagen, was sich wirklich hinter seinem Geist verbirgt,
Denn er verstand es immer wunderbar, sich in beiden Lagern, sowohl in bei den Enliten, das heißt den Anhängern von Enli, als auch den Enkiliten, den Anhängern von Enkis Lehren, herumzuwandern. Enki persönlich, für Enki war Tod ein ganz besonderes Kind. Denn Tod war wie sein Vater doch sehr dem Licht zugewandt. Ich habe schon in einigen Sendungen erzählt, dass es zwei Anunnaki gab, die irgendwie ganz anders waren als der Rest. Und das waren Enki und Tod. Aber wer ist jetzt Tod? Tod war unter vielen Namen bekannt. Seinen echten wahren Namen, also seinen Anunnaki-Namen, kannten nur wenige. Er wurde auf Nibiru geboren und war der jüngste legitim geborene Sohn von Enki und seiner offiziellen Gattin Minki. Unter den Anunnaki war er als Ningish Sita bekannt und war neben seinem Vater als großer Wissenschaftler, Gelehrter und Mystiker bekannt. Von seinem Vater hatte er auch die große Liebe zu den Sternen, der Mystik und der unermüdlichen Forschung nach der Schöpfung geerbt. Sein Wesen war ruhig, ausgeglichen und er neigte im Gegensatz zu den anderen Anunnaki-Brüdern nicht dazu, in Raserei oder in Wutausbrüche zu kommen, sondern er galt immer als sehr ruhig und besonnen. Er war auch keiner, der wie ein stolzer Pfau herumlief und sagte, wow, wie toll ich nicht bin und um was ich nicht alles gemacht habe oder sonst irgendwas. Also er hatte nicht dieses aufgeblasene Ego, wie man das von den anderen Anunnaki kannte, sondern er war sehr bescheiden und hielt sich gerne im Hintergrund. Er kannte auch keine Rachsucht. Und er war nicht nachtragend, was ihm halt Eigenschaften sind. Ich sage mal, was bei den anderen Anunnaki immer so ein bisschen auf, wir würden heute sagen, er galt so ein bisschen als Nerd, ja, also so als Außenseiter bei den anderen. Ihm durstete es auch nie nach Blut. Das war auch sehr ungewöhnlich. Wir kannten ja, die Anunnaki waren halt große Krieger und Kämpfer und wenn es einmal ordentlich zur Sache ging, dann konnten die auch richtig draufhauen und schlugen ja auch vom Mord und Totschlag nicht zurück. Das war Tod auch nicht. Tod sagt dazu, seine Schwert war die Zunge. Er war sehr redegewandt. Er war ein unglaublich guter Diplomat und er war immer darum bemüht, Streitigkeiten mit Worten zu schlichten, statt mit Taten oder mit Krieg. Er hielt sich daher auch gern aus allen Konflikten raus und steuerte und lenkte gerne die Geschicke, wie wir schon gehört haben, im Hintergrund. Und das konnte er sehr gut baden ziehen. Er selbst war nicht wie sein Vater ein großer Genetiker in der Forschung, sondern seine Forschung richtete sich rein auf religiöse Sachen und die Astrophysik, Sophie. Die Mystik, und natürlich forschte er auch sehr viel im Bereich, und jetzt wird es sehr spannend, wo es darum ging, um Sterblichkeit und Sterblichkeit der Seele und ewiges Leben. Für ihn war es eine besondere Herausforderung, den physischen Tod zu überwinden. Und er hat da auch unglaublich viele Techniken entwickelt, wie man einen Körper in einen Todeszustand versetzen konnte und von diesem Todeszustand wieder zurück ins Leben kommt. Da gibt es unglaublich viele Schriften davon. Also Todd war, was das betrifft, also unglaublich, ja. Als sein Vater zur Erde gesandt wurde damals, von dessen Vater, um diese zu kolonisieren und den Verräter, wir wissen ja noch, wer das war,
zu beseitigen, hat er nach einem passenden Landeplatz auf der Erde Ausschau gehalten. Und wir wissen ja alle, dass er sich drei Gebiete auf der Erde etwas näher angeschaut hat, ob man da landen kann, die große Flotte der Anunnaki, nicht nach der ersten Besiedelungswelle, und ob man da auch Städte errichten kann. Und da gab es eben diese drei Gebiete. Das erste war das Gebiet um Mesopotamien, also zwischen Euphrat und Tigris. Dann kam noch das große Hindustal und das Nildelta. Enki entschied sich ja damals, in Mesopotamien zu landen und dort die ersten Städte zu errichten. Und zwar hatte Enki einen Plan, wie diese Städte erbaut werden sollten. Sollten besonders ausgerichtet sein nach gewissen Sternen und Himmelsbildern. Und sie sollten auch jede einzelne Stadt einen besonderen Zweck erfüllen. Und das hat er auch gemacht. Und so entstanden nach und nach in Mesopotamien diese Städte. Und wir wissen ja schon, eines war ein Kontrollzentrum, das andere war ein medizinisches Zentrum, das andere war den Raumhafen und dann woanders wurde gewohnt und so weiter. Nachdem Anu und Enlil auf der Erde gelandet waren und sie damit auch die Macht und den Zuständigkeitsbereich von Enki wieder ins Haus Anu Enlil geleitet haben, ja, änderte sich da damals ja für Enki ja einiges auf der Erde, wie wir schon wissen. Enlil ließ weitere Städte erbauen, teilte Gebiete neu auf und regierte ja mit eiserner Hand. Und wir alle kennen ja bereits die Umstände, die zum Aufstand der Anunnaki in den Minen geführt haben und wie das Problem von Enkis Sicht aus, also von Enlis Sicht aus gelöst werden sollte. Ja? Enki erkannte schnell, dass sein Bruder eine tickende Zeitbombe, nennt man das hier bei uns, war. Und er ihm nie vertrauen konnte, was jetzt ja seine Schöpfung, die Menschen anbelangt, ja, dass er immer Angst haben musste um die Erde und um ihre Lebewesen hier. Und so hat Enki bald begriffen, dass er im Hintergrund nicht nur er selbst aktiv werden sollte, sondern er bat ja seine Söhne mit auf die Erde. Die sind ja dann nach und nach alle hier gelandet und hat seine Söhne auch darin eingeweiht, dass dann, ja, es bald ziemlich heftig wird auf der Erde. Es bald einen heftigen Konflikt geben wird zwischen diesen beiden Häusern. Und dieser Konflikt weitete sich ja weiter aus und endete ja schließlich in den sogenannten drei großen Pyramidenkriegen, die uns dann in den nächsten Sendungen auch begleiten werden. Und wo das Haus Enki gegen das Haus Enlil ja Krieg führte, es waren ziemlich heftige Kriege, sehr blutige Kriege, die auf der Erde sehr viel zerstört haben, sehr viele Opfer gefordert haben. Und die Fäden dazu spannte Enki eigentlich schon, als er bemerkte, es ging Enlil nicht darum, die Schöpfung zu bewahren oder zu behüten oder die Erde und ihre Bewohner einfach hier leben zu lassen und sich die Dinge entwickeln zu lassen auf natürliche Art und Weise und auch die Anunnaki sich entwickeln zu lassen, sondern sein Bruder eigentlich ganz andere ja, Vorstellungen hatte. Ich sag's jetzt einmal ganz schlicht mit seinem Gottkomplex, ja. Daher hat Enki im Geheimen vor allem seine zwei Söhne zu sich gerufen, zu denen er besonderes Vertrauen hatte. Das war erstens sein Erbsohn, sein ältester Sohn, Marduk, und sein jüngster offizielle legitimer Sohn, der von seiner offiziell legitimen Gattin geboren wurde, mich Tot. Und beiden übertrug er eine besondere Aufgabe. Wir wollen uns heute mal
die Aufgabenstellung von Todd näher anschauen, was er für in diesem großen Part, der ja dann eigentlich zu dem großen Krieg geführt hat, was er da dazu getan hat. Zuerst einmal wollen wir uns einige Protagonisten näher anschauen, die dann später in diesem Krieg eine große Rolle spielen werden. Wir wissen ja, Sud, Enkis und Enlils geliebte Halbschwester, hat Enki zwei Töchter geboren und Enlil einen Sohn, seinen Erbsohn Ninurta. Sud selbst liebte beide Brüder. Jedoch verband sie mit Enki die Liebe zur Wissenschaft und Genetik. Sie war die Chefmedizinerin auf der Erde und verbrachte dort viel Zeit mit Enki. Zusammen forschten sie an einem Verfahren zur Schaffung des Lulu, des primitiven Arbeiters, den Adama. Enki weihte sie immer in seine Vorhaben ein und somit wusste sie, dass Enki nie Böses im Sinn hatte, wenn es um die Schöpfung ging. Er wollte seine Schöpfung immer, auch die Urschöpfung auf Erden, bewahren. Sie war oft die Friedensstifterin, wie wir bereits wissen, zwischen den beiden ungleichen Brüdern und später zwischen den verfeindeten Anunnaki-Clans, nämlich den Eneliten und den Enkiniten. Enlil hatte mit seiner offiziellen Gattin Ninlil, die als junge Frau, und jetzt wird's ganz spannend, von Enlil vergewaltigt wurde und schwanger wurde. Sie gebar ihm seinen ältesten und ersten Sohn, Nana Sin. Dieser war sein ältester Sohn und nicht sein Erbsohn, den er ja mit seiner Halbschwester später gezeugt. Enlil war danach angeklagt auf Nibiru. Wir wissen, Vergewaltigung war ein furchtbares Verbrechen in der Heimatwelt. Und er musste vor Gericht schwören, dass er Ninlil, so hieß die junge Dame, zu seiner offiziellen Gattin bekennt. Nana Sin, was war sein erstgeborener Sohn, jedoch, wir wissen ja, nicht der Erbsohn. Später gebar dann Sud Ninurta und als Ninurta zur Welt kam, hat Enlil sofort diesen Sohn, also Ninurta, zu seinem offiziellen Erbsohn ernannt. Nana Sin wurde so quasi selbe Schicksal auch gebannt wie Enki damals. Auch Enki war der erstgeborene Sohn von Anu, aber nicht der Sohn der offiziellen Gattin, sondern von einer Nebenfrau. Und so erlitt Nana Sin eigentlich dasselbe Schicksal wie sein Onkel. Er wurde auch auf das Abstellgleis geparkt und erhielt eigentlich nur eine Nebenrolle in dem ganzen Kanon. Und Nana Sin galt auf der Erde als der große Mondgott. Es gibt jetzt Schriften, die es behaupten, Nana Sin hätte jetzt, man redet ja davon immer, dass unser Mond, den wir heute am Himmel sehen, ja ein künstliches Konstrukt sei, das dann später ja eigentlich von den Anunnaki als Weltraumbasis ja auch hier installiert wurde, als Zwischenpunkt, ja. Und es gibt eben ja, Hinweise oder Schriften, die darauf hindeuten, dass Nana Sin auf dem Mond das Oberkommando hat. Nana Sin war von Charakter her ein sehr ruhiger, pflichtbewusster Anunnaki und er suchte immer nach Liebe und Anerkennung bei seinem Vater. Sein Vater jedoch interessierte sich nicht für ihn. Seine Aufmerksamkeit galt ja immer Ninurta.
Enki erkannte aber, dass sein, ich sage jetzt mal, Neffe ein ganz besonderer, ich sage mal, Geist war. Und er wusste auch, dass Nanasin besonders intelligent ist. Nanasin hatte auch eine gewisse Gabe für Wissenschaften, interessierte sich auch für biologische Zusammensetzungen und experimentierte auch ganz gerne. Und so nahm Enki seinen Neffen unter die Fittiche und war für ihn so etwas wie ein Ersatzvater. Nanasin war auch bekannt, dass er niemals regieren wird, also dass er immer die zweite Geige spielen würde. Aber er wusste auch, weil er seinen Onkel sehr bewunderte und sein Onkel ja auch sehr viel geschaffen hat, ja, dass es für ihn vielleicht einmal eine Zeit geben wird, wo er genauso wie Enki einmal eine große Aufgabe erfüllen würde, ja. Und Enki hat ihm in diesem Sinne auch immer sehr bestärkt. Und weil er Nanasin ganz besonders liebgewonnen hatte und ihm sehr vertraute, gab er ihm auch oder machte er ihm auch mit einer ganz besonderen jungen Dame bekannt, nämlich mit Ningal. Und das war eine Tochter von Enki. Und zwar eine, ich wissen jetzt nicht, ob es die erste oder zweitgeborene Tochter war zwischen Enki und Sut, ja, mit seiner Halbschwester. Aber Ningal war eine davon. Und Nanasin gewann sie sehr bald sehr lieb und hat sie dann zu seiner offiziellen Gattin genommen. Ningal, und jetzt wird es ziemlich spannend, ist die Mutter von zwei ganz besonderen Protagonisten, die uns dann später sehr lange begleiten werden, nämlich von Inanna, die auch unter dem Namen Ishtar bekannt wurde oder bekannt ist. Wir alle kennen das Ishtar-Tor in Babylon, ja, und von Utu. Das ist ja dann so quasi ein der Sohn dazu. Inanna wurde schnell, das ziemlich schnell sogar, zu Arnos Lieblingsenkelkind erklärt. Sie hatte bei Arno eine ganz besondere Stellung und sie genoss auch den Schutz des obersten Herrschers, der Anunnaki. Und das war auch etwas ganz Besonderes, denn wer sich schon ein bisschen auskennt, der weiß ja, dass Inanna nicht ganz unschuldig war, was zum Ausbruch der Pyramidenkriege geführt hat und dass Inanna auch dazu geneigt war oder, sage ich mal, dieses Temperament war, also sie war als Feuerbündel bekannt, ja. Überall, wo sie ihre Hand ins Spiel hatte, brannte so quasi die Erde. Sie war sehr rachzornig, sie war sehr, machtgierig, ja, wie man kann sie auch beschreiben. Sie war sehr hungrig. Sie war unter anderem auch, so hat man sie in den Schriften oft beschrieben, als männerfressendes Monster bekannt. Hatte unglaublich viele Liebhaber, ja, hielt sich einen Männerharem quasi, ja, und sie war alles andere als diese ruhige Seele ihres Vaters, nämlich von Nanasin. Und das ist auch etwas, was mich immer sehr überrascht hat, am Anfang, als ich das gelesen habe, warum sie Inanna so ganz anders war als Ningal und Nanasin. Und die Antwort fand ich dann in diversen Schriften. Da steht nämlich immer, dass sie bereits in jungen Jahren, sehr, sehr jung, sie war noch nicht ausgewachsen, sehr viel Zeit mit Arno verbrachte, mit ihrem Onkel Ninurta und natürlich auch mit den Eneliten. Das heißt, sie hat sich eigentlich vom Hause ihres Vaters sehr abgekapselt
und stand eher mehr unter Enlils Einfluss und Anus Einfluss. Nachdem Enki bewusst wurde, dass er etwas unternehmen musste, wie wir bereits gesagt haben, um Enlis Haus etwas entgegenzuhalten, rief er seine Söhne Marduk und seinen Erbsohn und und auch seinen ältesten Sohn zu sich, sowie auch seinen jüngsten Sohn und weihte sie in ein ganz besonderes Geheimnis ein. Er hatte vor, eine Bruderschaft zu gründen. Eine Bruderschaft im Geheimen, dessen Zweck es war, die schützende Hand über die Schöpfung zu halten. Und diese Bruderschaft brauchte ein Refugium. Und es war jetzt Tods Aufgabe, dieses Refugium zu schaffen. So hat sich Tod auf den Weg gemacht und hat einmal geschaut, wo könnte man dieses Refugium denn erbauen. Und er wusste ja noch anhand von den alten Karten seines Vaters, dass es dann noch das Hindustal gab und natürlich das Nildelta. Und er hat sich dann schließlich für das Nildelta entschieden, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, es lag taktisch und strategisch näher an Mesopotamien. Das war immer der erste Grund. Und der zweite Grund war, der Nil, der von Mitte Afrika ja irgendwo entspringt, seine Quelle hat und dann im Mittelmeer mündet, dieses Delta folgte einer besonderen Schlangenlinie. Ja, also er fließt ja nicht so schön gerade, sondern er schlängelt sich so richtig schön da entlang. Und dieses Schlängeln, so hat es Todd empfunden, war nicht nur symbolisch für seinen Vater, der als die gefiederte Schlange betrachtet wird, nicht? Wir kennen ja an Enkis Symbol seines Hauses, die Schlange, sondern er verband damit auch sehr viel Energiepotenzial in der Erde. Und daher entschied er sich dann für das Nildelta und schaffte einen Plan, wie er die spirituelle Weisheit der Erde und der Sterne miteinander verbinden konnte. Und ließ dann dort im Nildelta besondere Tempel, Anlagen errichten. Und dazu verwendete er, und jetzt wird es spannend, nicht nur Anunnaki-Technik, sondern auch die Technik, die bereits bekannt war als vergangenen Zyklen der Erde. Das heißt, wir sprechen hier von Technik von Hyperborea, von Atlantis, von Lemurien, Rutas Mu und so weiter, ja. Er hat diese Techniken alle studiert. Er hatte ja auch noch Zugang zu diesem Wissen. Es gab ja immer noch bei der Urbevölkerung Leute, die sich damit auskannten, die von diesen Zivilisationen stammten. Und damit hat er eigentlich, und das wird es spannend, weil die Ägyptologen streiten sich ja immer darum, das muss ja monatelang gedauert haben, mal so eine Pyramide zu errichten und diese Steine zu bearbeiten. Das dauerte ja hunderte von Jahren, bis diese Tempel erbaut waren. Nein, es würde einen überraschen. Thoth machte das einfach so. Das heißt, es wurden unglaubliche Techniken der Steinbearbeitung mit Laser, mit Gravitation, auch mit freier Energie gearbeitet. Und die Krönung des Ganzen waren ja eigentlich die drei Pyramiden im Gizeh-Tal. Und wir alle wissen ja, um die ranken sich ja unglaubliche Geschichten. Und ich muss euch sagen, egal was ich über die Pyramiden gelesen habe, in jedem einzelnen Buch, bis auf die Bücher, die behaupten, die Pyramiden seien die Grabmäler der Pharaonen gewesen. Ja,
Das kann ich euch sagen, das behaupten vielleicht die Ägyptologen, die offiziell in den Pyramiden arbeiten. Aber jeder freie Forscher, jeder freie Archäologe, jeder, der ein sogar Insteller, ja, vom Baugewerbe kommt, ja, wissen, dass diese Pyramiden eigentlich ganz anderen Verwendungszweck hatten. Und einer davon war es, es gibt ja mehrere Verwendungszwecke und alle sind richtig. Sie waren Pumpanlagen. Es bewegte sich darin sehr viel Wasser. Sie waren Tempel, um freie Energie zu erschaffen. Wir kennen ja diese Spitzen der Pyramiden, die ja als purem Gold diesen Schlussstein bildeten. Man hat damit freie Energie zur Verfügung stellen können und sie waren Einweihungsorte, spirituelle Einweihungsorte, weil in diesen Pyramiden so viel Raumenergie erzeugt wurde, um den Geist von dem Körper zu trennen und in ganz anderen Sphären zu schicken. Das heißt eigentlich, in diesem Sinne, die Pyramiden stellten nicht nur das Prunkstück von Thoth's Refugium dar, sondern sie waren der lebende Motor, der Motor, der das Ganze eigentlich am Laufen hielt, was Thoth da erschaffen hatte. Und jetzt war es ganz interessant, wer hat denn das alles erbaut? Thoth folgten nämlich ins Niltal, nicht nur Anhänger von seiner Familie, sondern ihm folgten auch sehr viele Menschen, also sehr viele Anunnaki auch, die noch an der alten Religion festhielten, von der wir das letzte Mal erzählt haben. Das heißt, die eigentlich mit Enlils Art der Religion, dass man alles in Gesetze packte, in Vorschriften und in strengen Bestrafungen und so weiter, ja, und dass es nur einen Gott gibt und das ist der erste Herrscher und sonst existierte nichts, die sich von diesem Gedankengut ein bisschen abspaltet haben und sich gedacht haben, es muss da draußen mehr geben als nur das Materielle, sondern auch so etwas wie Spiritualität. Und das waren doch einige von den Anunnaki, die sich dann bereit erklärt haben, mit Thoth ins Nildelta zu gehen. Und man schätzt so zwischen 35.000, 40.000 vor Christus hat er dort in Windeseile ein Refugium geschaffen. Ein ganz besonderes Refugium. Und Thoth selbst regierte mit seiner Gemahlin Maat fast 16.000 Jahre über Ägypten. Die Ägypter gaben ihm sehr viele Namen. Und jetzt wird's ganz interessant. Sie nannten ihn Tehuti, Tehuti oder auch Tahuti. Er war der Gott der Magie und galt als mystischer Schreiber. Er wurde immer als Mensch mit einem Ibiskopf dargestellt, meist mit einer Schreibtafel in den Händen. Manchmal wurde er mit einem Mantelpavian, als Mantelpavian, das ist ein ganz besonderes Tier in Ägypten, abgebildet. Die Paviane, und jetzt wird's ganz interessant, gelten heute in Ägypten noch als heilige Tiere. Sie waren bekannt dafür, mit einem lauten Geschnatter den Mond zu begrüßen. Thoths Symbol war eine gekrümmte Sichel. Wir erinnern uns an den Mond, die den Mond symbolisierte. Die schwarz-weißen Federn des Ibis stehen für die helle und dunkle Seite des Mondes und auch für die helle und dunkle Seite in Thoth. Thoth war nicht nur der Baumeister der zahlreichen Tempel, sondern er galt auch als großer Weiser,
ein Gott der Mystik und Magie und als der Verfasser der Smaragdtafeln. Und wir alle kennen ja die Bücher der berühmten Smaragdtafeln von Todd, dem Atlanta, wie er sich damals nannte. Er entwickelte Rituale, Zaubersprüche, Gesetze und war der Erfinder oder Vater der rituellen Einweihungszeremonien und das Wissen der alten Götter und ihrer Religion. Viele der anderen Anunnaki nahmen seine Schriften und Wirken nicht ernst. Und aus diesem Grund ließen ihm die Inuiten zuerst einmal in Ruhe. Sie taten ihm als religiösen Spinner ab, als Witzfigur und nahmen ihn nicht ernst. Da er sich darauf verstand, sich bedeckt zu halten, und nicht viel Wirbel um seine Person zu machen, war er dann später auch gerne im Hause Enlil zu Gast. Und zwar ließ Enlil des Öfteren nach ihm schicken, weil Todd die Gabe hatte, wir haben schon gesagt, er war sehr wortgewandt, Enlils Wort in besondere Schriften zu verfassen. Und auch Enlil hat von ihm auch verlangt, und das ist ganz interessant, das Buch der Toten zu verfassen. Das Buch der Toten in Ägypten, darin wird ja geschrieben, die Reise der Seele, wenn jemand verstarb, dass man den mumifiziert hat, einbalsamiert mit Ölen, dass er vor das Totengericht kam, nicht von Anubis abgeraten. Dann vor Gericht stand. Wir haben darüber schon gesprochen, nicht von Anubis Gericht, ja, der ja selbst, wenn du gestorben bist, noch das Recht hatte, über dich zu richten. All das verlangte Enlil, dass Todd es für ihn festhielt und Todd gehorchte. In der ägyptischen Mythologie gibt es viele Geschichten über ihn, er sei zum Beispiel der Erfinder der Hieroglyphen gewesen. Er sei der Visier von Osiris gewesen und Nachfolger von Horus und später von seinem Bruder Ra, den Sonnengott, abgelöst worden. Es gibt auch eine Erzählung, dass er von der Erde genug hatte, vor allem als der große Krieg ausgebrochen ist, und er dann zum Mond hochgestiegen sei. Dort hätte er eine heftige Auseinandersetzung gehabt mit einem mächtigen Dämon, der versucht hätte, in seinen Körper hineinzufahren. Todd jedoch ließ sich von den Dämonen nicht verführen. Und heute noch kann man den Kampf zwischen Todd und den Dämonen in den Zyklen des Mondes erkennen. Immer wenn der Mond voller wird, gewinnt das Licht von Todd, so die ägyptischen Geschichten. Und wenn der Mond im Abnehmen ist, dann übernehmen die Dämonen die Macht über Todd. Und daher spricht man auch von den zwei Gesichtern Todd, das helle Gesicht und das dunkle Gesicht. In der Spätzeit Ägyptens kam er dann auf die Erde zurück und wurde der silberne Aton genannt. Der Beschützer des Mondauges. Und das wird das interessant, ja? Das Mondauge hat er beschützt. Der Mond schaut mit seinen Augen auf die Erde. Später hat es Todd dann ihn nach Griechenland verschlagen, wo er als der Trismegistos bekannt wurde. Der Hermes, der Götterbote, der einzige, der in der Lage war, in das Reich der Toten hinunterzugehen, um die Botschaften von Zeus oder von den Lebendigen zu den Toten zu bringen. Außer Hermes konnte ja niemand das Reich der Toten in der griechischen Mythologie offiziell betreten. Der Gelen Legende nach führte ihn der Weg in die Unterwelt durch die Hallen von Amenti.
die großes Wissen beherbergten. Und wir alle wissen ja, dass die Hallen von Ementi zwischen den Pfoten der Sphinx vermutet wird, nicht? Da gibt es auch diese Vorhersagen von einem Propheten, der sagte, zwischen dem Pfoten der Sphinx findet ihr diese heiligen Hallen. Diese Legenden berichten auch, dass Thoth dreimal wiedergeboren wird. Zuletzt betrat er als dreifach geborener Trismegistos die Welt, der uns ja die Smaragdtafeln hinterließ. Nach den großen Pyramidenkriegen zwischen Ra und Ninurta flüchtete Thoth und setzte die Pläne seines Vaters in Südamerika um, wo er wieder unter einem anderen Namen, nämlich Quetzalcoatl, bekannt wurde, die flügelte Schlange. Dort wurde er im Namen von Enki tätig und er war Mitbegründer der großen mesoamerikanischen Kulturen wie den Azteken und den Mayas. Er unterwies sie in ganz besonderes Wissen um die Gestirne und die alten Zyklen und gab ihnen auch das Wissen mit, dieses in einem großen Kalender, kennen alle dieses Maya-Rad, nicht? Das ja 2012 mit diesem, wo der Zyklus beendet ist. Das alles stammte eigentlich ursprünglich von Thoth. Erst Runvelo Melchizedes berichtete davon, dass er von Thoth selbst aufgesucht wurde und in diverse Mysterien und altes Wissen eingeweiht wurde. Also seine Aufgabe, Runvelos Aufgabe war es, eine heilige Aufgabe zu übernehmen für die heutige Menschheit. So, und jetzt natürlich, was für ein Wissen hat uns denn Thoth überlassen? Was war es für eine wichtige Aufgabe, die Thoth in Ägypten unter Enlils Augen verborgen, denn erschaffen sollte? Und zwar hat er die Aufgabe, die Bruderschaft, eine ganz besondere Bruderschaft, einen Geheimorden zu gründen. Und die Leute, die auserwählt wurden, in diese Bruderschaft, in diese Priesterschaft aufgenommen zu werden, mussten einen ganz besonderen Weg durchwandern. Einen sogenannten Einweihungsweg, einen Weg von Unwissenden zum Erleuchteten. Und dieser Weg ist heute noch aktiv in Ägypten. Allerdings wurde er von zahlreichen, ich sage jetzt anderen, Geheimbünden mittlerweile korrumpiert und untermauert und das ursprüngliche Wissen von Thoth eigentlich zerlegt, zerpflückt, kann man so sagen, und für andere Sachen missbraucht, für, ich sage mal, böse Dinge. Nämlich diese Macht dazu zu nutzen, um andere zu unterdrücken, sie in klein zu halten und in ihrem Denken, in ihrem Denkgefängnis natürlich klein zu machen. Denn ein wirklich erleuchteter Mensch, so hat Enki es auch beschrieben und Thoth auch beschrieben in seinen Schriften, war ein gefährlicher Mensch. Und das wollte man verhindern. Seitdem Einleiten der harmonisch-kosmischen Konvergenz am 16. auf den 17. August 1985 erhöht sich die Eigenfrequenz der Erde messbar. Die sogenannte Schumann-Frequenz wird seit diesen Tagen immer höher und höher. Das kann man messen. Das heißt, unser Erdmagnetfeld schwankt. Seit 1972 gibt es
außergewöhnliche Sternen und Himmelskonstellationen zu beobachten und diese nehmen an Stärke und Intensität zu. Brunvelo Melchizedek wurde geführt, sich am 16. auf den 17. August 1985 an einem bestimmten Ort, einen bestimmten Kraftort zu begeben. Dort traf er auf auserwählte Männer und Frauen, die zusammen mit heiligen Kristallschädeln ein besonderes Ritual für Mutter Erde und die Menschheit durchgeführt haben, um die Zeitenwende einzuleiten. Auslöser dieses großen Rituals war Thoth. Wer mehr über diesen Zusammenkunft wissen möchte, den empfehle ich, das Buch Die Schlange des Lichts zu lesen von Brunvelo Melchizedek, wo er von diesem Ritual und seinem persönlichen Weg dorthin näher schreibt. Die alten Ägypter waren sehr spirituell, wie wir bereits gehört haben. Ihnen war bewusst, dass es neben der grobstofflichen Welt auch eine feinstoffliche Komponente gab. Mehrere Dimensionen, dass die Welt ganz anders aufgebaut war und auch das Leben darin eine ganz andere Bedeutung hatte, als wir es uns vorstellen konnten. Der altägyptische Einweihungsweg wurde bereits in der Zeit des alten Ersten Reiches nur von wenigen Auserwählten praktiziert. Man hat es nur Leuten zugemutet, die charakterlich in der Lage waren, diesen Weg des Lichtes auch bis zum Ende zu gehen. Und selbst bei diesen Leuten war es meistens so, dass die meisten, man musste ja dadurch so verschiedene Prüfungen gehen, man sagt es so, sich die Spreu vom Weizen getrennt haben und am Ende von einer Handvoll Leute wirklich nur noch ein, zwei übrig geblieben sind, die den gesamten Weg der Erleuchtung gegangen sind. Am Ende wartete nicht nur die Erleuchtung, sondern die Überwindung des physischen Todes, das heißt zur Unsterblichkeit. Der Einweihungsweg führte der Start ist in Abu Simbel und ging über Edfu, Luxor, Karnak, Abydos, Gizeh bis nach Heliopolis hinauf. Insgesamt, ich müsste jetzt lügen, sind es 16 Stationen gewesen. Wer mehr darüber wissen möchte, dem empfehle ich das Buch Die Weisheit der Pharaonen zu lesen von Dietrich Stelzel. Der hat diesen ganzen Komplex, diesen Einweihungsweg näher beschrieben, auch die einzelnen Stationen und die Prüfungen, die man ablegen musste bei diesen Tempeln. Und ich möchte euch jetzt ganz kurz nur sagen, oder kurz erörtern, was denn da genau geschah bei einem Tempel. Und zwar habe ich mir mal den ersten Tempel ausgesucht, nämlich Abu Simbel. Das Thema von Abu Simbel war die Erfahrung der Gottheit, der Menschwerdung als Aufgabe und das wahre Wirken der Götter und des Menschen in sich zu spüren. Das Ankommen auf Erden, die fünfte Dimension des Menschen erleben. Und jetzt wird es ganz interessant. Abu Simbel wurde nämlich erbaut nach besonderen mathematischen Angaben und da drinnen befindet sich eine Pfeilerhalle, die, ich sage es jetzt zweimal, 17 mal 17 Meter groß ist. In dieser Halle sieht man Menschen
aus verschiedenen Dimensionen dargestellt. Wenn man hineingeht, sieht man mal Menschen, wie sie sich befinden oder das Menschenbild der ersten Dimension zu sehen ist. Und je weiter man sich da hineinbewegt in diese Halle, desto mehr wird ihnen eigentlich bewusst, dass alle Kräfte im Kosmos Bewegung sind und alle Quelle aller schöpferischen Schwingung ist Gott. Und er ruht in sich in einem sogenannten Nullpotenzial. Keine Beschränkung, in diesem Raum gibt es keine Beschränkung auf Raum und Zeit. Und in dieser Halle, so hat man das Gefühl, man dreht sich um das ewige Leben selbst. So wird das immer beschrieben, ja? Und alles im Universum, so wird es auch in diesem Tempel vermittelt, ist Schwingung. Der Schöpfungsprozess wird bestimmt durch den Widerstand von Stoff und Materie. Auch das findet man in dieser Halle wieder. Dadurch wird Licht sichtbar und die doppelte Polarität, die Polarität, versteht man zwischen Licht und Dunkelheit, zwischen Seele und Dualseele, zwischen männlich und weiblich. Das sind also diese Hauptaufgaben, also die Hauptziele dieses Einweihungsweges in Abu Simbel, mit dem man sich als, ich sage mal, junger Priester oder wenn man da hingeht, mit dem muss man sich auseinandersetzen. Und wer jetzt genau aufgepasst hat, wird jetzt erkannt haben, sie hat 17 gesagt. Es gibt mittlerweile ja sehr viele Leute, die ja mit der 17 ganz, ganz interessante Sachen verbinden. Und die 17 haben wir ja auch in anderen Geheimbünden mittlerweile. Und ich habe ja vorhin erwähnt, dass dieser Einweihungsweg mittlerweile ja korrumpiert ist. Alles andere überlasse ich jetzt eurer Fantasie. Abu Simbel, in den Körperregionen spüren wir den Fußbereich. Die Themen stellen die Erdung, das Sein, das Urvertrauen und die Lebenseinstellung dar. Abu Simbel beschäftigt sich aber auch mit negativen Aspekten. Und gerade diese negativen Aspekte werden jetzt von diesen korrumpierten Machenschaften extrem in den Fokus gezogen in diesem Tempel. Während man sich früher mit dem negativen und mit dem positiven Anteil dieser Energien beschäftigt hat, mit der Dualität. Heute ist es aber so, dass dieser Tempel ja korrumpiert ist und die Negativität im Vordergrund steht. Das heißt, die Aufnahme von negativen Energien und Wesenheiten, die Trennung von innen und außen, die Isolation deiner Seele. Die Prüfungen, die man damals ablegen musste, waren, Gott in allem zu sehen, das Ankommen auf Erden zu spüren, die Inkarnation. Und das Kraftzentrum dieser Einweihung fand in den Füßen des Menschen statt. Die Farbe war dunkelrot und die Schwingung des Tempels war ein fies. Enki Wolke wollte ja mit diesem ganzen Ägypten dass das Wissen der Bruderschaft zum Schutze der Schöpfung nicht verloren geht. Und es war Aufgabe von einem jeden, der sich berufen fühlte, diesen Weg zu gehen, am Ende ein Leuchtender zu sein. Der landete ja am Ende seiner Reise nicht in der Erleuchtung und in der Unsterblichkeit, sondern er wurde ja auch im Kreis der Bruderschaft aufgenommen. In Bruderschaft der weißen Schlange. Und die Bruderschaft der weißen Schlange ist somit die älteste, also der älteste Geheimbund auf Erden.
Wir wissen ja heute, dass sich aus dieser Bruderschaft der Schlange bei den Echiniten noch weitere Geheimbünde dann später aufgebröselt haben. Und als Enlil dann letztendlich dahinter kam, was sein Bruder da in Ägypten trieb und dass er da eine unglaubliche Macht, ein Wissenszentrum aufbaute, dass er genauso begonnen hat, seine Bruderschaften zu gründen und seine Bruderschaften ja auch dann Enkis Bruderschaften korrumpiert haben, teilweise zerstört haben, und sich daraus ja auch wieder neue Geheimbünde und Bruderschaften gegründet haben. Unter anderem auch die Freimaurerei, die auch als eine der ältesten Geheimbünde galt. Daraus ist dann, sind ja auch dann die großen Machtzentren in Assyrien, in Babylonien und auch die Khazaren und dann später ja auch die römische Gesellschaft, also Rom, Vatikan als Machtzentrum entstanden aus diesen Bruderschaften. Und es ist ja interessant, man weiß zwar, dass es diese Bruderschaft der Schlange, des Lichts, der weißen Schlange, nennt man sie auch, gibt. Aber bis heute, das ist das Interessante, weiß man nicht, wer das ist. Sie sind nach wie vor im Verborgenen. Sie sind niemals an die Öffentlichkeit gegangen. Sie haben sich nie vorgestellt. Man kennt nur ihre Aufgabe, die Schöpfung zu behüten. Und es wird bis zu heute viel spekuliert, wer dazugehört, wer das sein könnte. Und ich glaube, eine der witzigsten Spekulationen, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, vor allem ja in der Corona-Zeit, war, dass man ja dahinter die Whiteheads vermutet, ja, die QAnon-Bewegung. Und man glaubt ja auch, dass Leute wie JFK einmal die Bruderschaft in sich hatten oder dazugehört haben oder auch, es wird auch vermutet, auch gewisse Königshäuser, was ich eher nicht glaube, ja. Also es ist interessant. Und wir Menschen, ja, wir neigen ja immer gerne dazu, viel zu spekulieren und uns Gedanken zu machen. Aber wie gesagt, bis heute weiß man nicht, wo sie sich wirklich befinden. Wer gehört dazu? Gibt es sie überhaupt noch? Ja. Wir kennen ihr Symbol. Das ist ganz interessant. Ja. Es ist nämlich das Symbol von Enki, verbunden mit dem Symbol von seinem Sohn Thoth, nämlich die Gefieder der Schlange. Und wir kennen ja auch ihn, den genauen Namen der Bruderschaft. Aber wer heute die Bruderschaft leitet, wissen wir nicht. Und eine weitere Spekulation dazu habe ich erst kürzlich einmal gelesen. Es wird gemunkelt, dass sich ja, das habe ich ja mal in einem Vortrag gehört auf YouTube, dass ein Anunnaki sich ja mit einem Politiker getroffen hätte, mit ihm gespeist hätte und ihn in die Bruderschaft eingeweiht hätte und ihm auch beauftragt, einen Auftrag erteilt hätte. Und da gibt es unglaublich viele Spekulationen darüber, dass es sich bei diesem Politiker um Putin handelt. Und eine weitere
sehr interessante Frage ist, und das lese ich auch immer bei euch. Wer ist der Anunnaki, der heute die Hand über der Erde hält? Wer ist jetzt der Anunnaki, der offiziell über die Erde herrscht? So, liebe Zuschauer, hier machen wir einen ganz groben Schnitt, denn mit dieser Frage beschäftigen wir uns im zweiten Teil Ägypten, die Bruderschaften und welche Aufgabe hatte Tahuti. Ich freue mich, wenn ihr auch da wieder einschaltet. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Yvonne. Es war unbeschreiblich schön, dir heute wieder zuzuhören. Danke, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das vorzutragen. Liebe Zuschauer, bis bald. Tschüss, Yvonne. Tschüss, liebe Zuschauer. Tschüss. Die Rolle von Tahuti, wie war die nochmal? Von Todd. Du sagst immer Tahuti, lustig. Lass uns damit unsere Tahuti in Verbindung bringen. Ich habe kein Wort Obwohl ich verstanden. das ja auch sehr lieb finde, weil sie hat mir ja erzählt, wir schreiben uns ja auch privat hin und wieder. Und da hat sie mir erzählt weil sie mal immer erwähnt, sie war in Ägypten. Ja. Und sie hat diese Tempel besucht. Ja. Und dann habe ich gesagt, bist du nach Hause gekehrt? Und sie hat mir so ein Zwinkersmiley geschickt. Ja, geil, geil.